eingeschalten hast. Letztes Jahr habe ich bereits auch schon so ein Video gedreht, in dem ich dir zeige, was ich zu Weihnachten verschenke. Heute zeige ich euch jetzt nur die Geschenke, die meine Nachbarin bekommt. Meine Nachbarin. Die wird die Videos sowieso eh nicht sehen. Ja, auf jeden Fall kam das ja letztes Jahr bei euch sehr gut an, dass ich gedacht habe, ich zeige euch mal, was ich der ganzen Familie von denen schenke. Die sind nämlich 4 Personen, muss ich sagen. Ja. Mutter, Vater, 2 Kinder plus 2 Hunde und ein Kater. Ja, das habe ich ja letztes Jahr bereits auch gemacht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und dieses Jahr auch. Dich nicht,
dazu, diesen, sag mal auch Wichtel oder Zwerg, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht es halt so aus und das Coole daran ist, es ist natürlich auch Deko und wenn man es halt zurückdreht, sieht es aus wie so eine Tanne. Finde ich auch cool.
Herrchen einfach den Hund wegnimmt und für sich behält. Deshalb habe ich natürlich dann zwei gekauft. Zeige ich dir jetzt auch gleich. Und zwar wäre das dieser hier. Es ist so ein cremefarbenen, auch den gleichen Hund, nur in einer anderen Farbe. Zum Beispiel einen Alltag hat. Das ist normal, dass man sich da nicht jeden Tag immer sehen kann.